Herzlich willkommen zurück zu Florian TV. Heute gibt es eine Spezialausgabe, was heute Neues auf dem Server passiert. Das ist auch wirklich speziell und das ist auch das Neueste vom neuesten Projekt. Und das ist heute ausnahmsweise mal eine Spezialausgabe. Und ja, ihr werdet euch sehr wundern, was ich heute Schönes gemacht habe. Ihr seht schon, es wird eine Burg hingebaut. Ja, ihr seht es, es ist eine riesengroße Burg. Festung wird hier hingebaut und das ist die Spezial, also die Spezial, sag ich mal, Ausgabe heute. Ja, ich bin seit 3 Tagen jetzt schon dabei, das zu bauen. Und ja, ich habe erstmal angefangen mit diesem riesen Burgtor hier. Und das wird ein riesengroßer Palast, also eine Art Palast soll es werden. Ja, mit diesem schönen detaillierten Bereich der Türen. Und man sieht das hier, ich habe ein bisschen andere Fenster genommen. Ich kann ja mal das hier so wegmachen. Ja, Eingangsbereich habe ich auch schon mal so gemacht, so ein bisschen. Natürlich bin ich damit schon fertig und wollte euch einfach mal zeigen, wie sowas aussieht. Und da bin ich gerade dabei, mit dem Turm das zu machen. Eigentlich ist das auch ganz witzig und dachte mir, das soll der neue Spawnpunkt werden, dieser Riesenpalast. Und ja, man sieht... Von unten sieht es echt total klein aus. Jetzt zeige ich euch das nochmal, das Ganze von weiter weg, weil das kann man nicht übersehen, Leute. Also wer mir jetzt erzählen will, dass man das übersehen kann, das kann man nicht übersehen. Das Tor kann man nicht übersehen. Außerdem haben wir einen neuen Spieler, der hier auch schon was gebaut hat. Neuerdings drauf wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ich muss jetzt mal hier so fliegen, so ein bisschen. So sieht das von weiter weg aus. Ist natürlich ein Riesending, ne? Muss ich ja mal sagen. Das ist noch nicht ganz fertig, der Turm. Der wird entweder heute oder die nächsten Tage fertiggestellt. Und wie gesagt, es ist mega Mordsaufwand, so einen Riesenpalast hinzusetzen. Deswegen, wenn man da schon so ist... Aua. Immer diese Zombies, die hier auf immer Tränke hier nach einem schmeißen. Ist echt krass hier. So, ich muss jetzt mal schnell Helligkeit machen. So, damit das dann mal hier von hell aussieht. Wie ihr seht, in dem Turm selber ist nichts drin. Also wir können gerne mal reinfliegen. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wo habe ich die Idee her? Oder wo habe ich die schon wieder geklaut, die Idee? Ja, das habe ich aus einem Buch und da konnte man auf dem Server und ich dachte mir, geil, ist doch mal mega krass, wenn ich mir sowas Geiles mal hinsetze. So ein geiles Projekt. Ja, das wird natürlich ziemlich lang und ziemlich groß. Also ihr werdet dann am Ende zwischendurch mal ein Spezialvideo sehen, wo ihr dann seht, wie das dann fertig aussieht. Ja, auf dem Thumbnail werdet ihr natürlich sehen, was es für eins ist. Schöner großer Palast. Kann man dann auch schön spazieren. Da sind dann die Details genau nachgemacht. Und ja... Ja, wie gesagt, besteht aus Marmor, also Quarzblöcken meinte ich, Gold, Wasser und Eisen und Steinziegeltreppen oder Stufen, wie man es nennt. Ja, das war jetzt mal so die kleine Spezialausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr werdet zwischendurch mal so sehen, wie der Fortschritt dann so ist bei dem Video. Oder auf dem Server. Ja, wenn ihr Lust habt, auf dem Server zu kommen, dürft ihr gerne natürlich auf dem Server kommen. Würde ich mich natürlich darüber freuen. Wie gesagt, momentan, der Server ist für 40 Leute ausgelegt. Also, wie gesagt, es passen 40 Leute drauf. Und ja, ist eigentlich relativ einfach. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben oder ein Abo da, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Und... Was zuletzt, was der neueste Upload, seht ihr dann unten links in der Ecke und unten rechts in der Ecke seht ihr dann den Abo-Button. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich verabschiede mich mit einem großen Tschüss. Bis dahin, Tschüss.